Oktober 2012 in seiner Fünferbrüggerreise von Siena nach Lago di Bolsena und beginnt unsere ersten Etappe. Es sind wieder 56 Leute und heute geht es nach Ponte d'Arbia. Schauen wir mal, wer heuer alles mitgeht mit uns. Sehr viel Bekannte, ein paar neue. Alle sind in großer Euphorie, bis zu den ersten Blosen. Maria geht da wieder mit und die Luise. Ja. Die Wüstis und die Sonja. Schau, wer da ist. Gottfried, der Otto, alle kämpfen. Super. Ja, der Ziegenbuch mit der Krone. Der große Regenguss ist vorbei. Die Kapuzenmänner machen eine kurze Pause. Und da ist ein bisschen windstiller. Zum Teil mit Poncho noch, aber jetzt hat eigentlich alles wieder aufgetrocknet, denn die Schuhe ist noch ein bisschen nass. Quinciano, Comune di Monteroni d'Arbia. Bis Ponte d'Arbia müssen wir gehen heute. Auf der Metzschwelle zu matschen. Bei dieser komischen Kirche da oben, vom Quinciano, ist offensichtlich auch so ein Herrschaftshaus dabei. Ponte d'Arbia. Jetzt haben wir aber alle Agrargebiet. Der Herrschaftssitz von der anderen Seite. Die Leitanei ist beendet. Alles ist mir. Wir warten ein bisschen zusammen. Die nächste Möglichkeit, wieder einmal Erfahrungsaustausch zu machen, ein bisschen zu ratschen. Ist die Landschaft wieder ein bisschen anders gestaltet. Ist das nicht schön da? Ein Eindruck. Wunderschön. Übers Hiegerle auf und schon schaut die Landschaft wieder anders aus. Es ist hell. Und unser Junior-Kreuzträger, kommen da daher. Super Hermann. Super. Blau, Peter, schau. Ich warte, wird von Peter schon am Kreuz befestigt. Rockter, sagt er. Super, Peter. 17 Uhr. Peter hat gesagt, wir gehen in die Messe. Gottfried Loch da. Der Held unser Pilger, Pellegrini, hat der italienische Klausurzimmer. Pilger. Und dann rechts, wenn wir runter gehen, zum Bagno Vignoni. Das soll 50 Grad haben und im Freien sein, als Mitläufer. Der Pilger Josef heute mit seiner ominöse Torre di Vignoni. Sehr gut erhalten. Vignoni, seit 3000 Jahren, wird da geheilt, also schon von den Etruskern verwendet worden sein, aber das hat 50 Grad, also da müsste man aufpassen. Im Esel an. Danke. Der Otto hat ihn gefragt, ob er pariert ist, aber hat er keine Antwort gekriegt. Die Hüse schaut überhaupt gut aus heute mit dem Kappel da. Die Höger schaut immer gut aus.
Scheiße. Peter, was ist los mit dem Kreuz? Da hinten draußen, die Spitze, wo das drauf ist, das ist unser Tagesziel, ja. Da wollen wir eventuell Andacht halten, habe ich gehört. Apostel Petrus mit dem Schlüssel. Echten, da hinten kündigt sich schon Aqua Pendente an. Ich glaube, das wird eine schöne Stadt werden. Da hinten oben ist eine wunderschöne Burg, aber der Werner will es ja später sagen, wie das heißt da oben. Habt schon gesehen, was die für eine Eiter haben? Bist du verrückt? Auf einen alten Mann, der ebenfalls von Dorf zu Dorf wanderte. Sie beschlossen, gemeinsam weiterzugehen. Der alte Mann trug einen großen, zugedeckten Weiden, denn der Alte lief tief gebeugt und stöhnte hin und wieder unter der Last. Als sie Rast an einem Bach machten, stellte der alte Mann seinen Korb erschöpft. Da der Kirche von San Lorenzo Nuovo. Gott früher seien sie im gestreckten Galopp dahin geflogen, die zwei Pferdl da unten. Wunderschöner Blick wieder. Das könnte auch in der Toskana sein. Wir sind aber da in Lazio. Du bist da hoffentlich schon seit der Burg. Wir wissen der Lausa. Ja, komm her da. Komm her. Komm her, du Lausa. Ja, ja, komm. Da schau auf. Hallo. Hallo. Im Luxus. Ende unserer Bürgerreise. Und jetzt löst sich das schon langsam auf. Ein großer Volksaufstand. Oh, schaut ihn an. Und Josef, gar so leicht geht er nicht. Offensichtlich soll es noch ein Feldmess geben. Halleluja, 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 Halleluja. Gerade in deinen Kuchen. Unsere Cheforganisation, Organisatoren, Werner, Brigitte. Deinen tiefsinnigen Predigten, die Mann hat so lustig aus, aber dennoch etwas sagen. Isa Peter wurde natürlich in der Lazio sehr, sehr lobend erwähnt. Das muss man sagen, das ist wirklich etwas. Er ist ein echtes Highlight, die zwei Gruppe. Oh.
Schatzen, das hab ich heiligen. So oft ich will für mich betrag, dort soll bei dir warnen. Und kommt einmal eine schwere Schuld.